Hi, meine Lieben. Der Mensch im Wandel, darum geht's im Mai und dennoch zeigt der Mai eine Energie, die summa summarum mit dem Wort Passion und Leidenschaft, also Passion, Leidenschaft, betitelt werden kann. Der Mai ist wie immer auch dieser Monat der Wonnemonat. Also wir werden auch bemerken, dass jetzt die Natur ganz sprunghaft sich entfaltet, weil der April, der war schon recht kühl und auch was die Stimmung der Menschen anbelangt und das hat sich auch in der Natur wiedergespiegelt, beziehungsweise umgekehrt. Und jetzt wird es sehr, sehr plötzlich gehen, dass die Bäume erblühen. Und so werden wir auch sehr, sehr, sehr plötzlich erblühen. Und ich möchte mich auch bei jenen bedanken, die mir auf meine Prophezeiungen im Speziellen immer wieder die Bestätigungen schicken. Ich habe keine Zeit, zu recherchieren oder zu schauen. Also es wird mir immer wieder zugesendet. Und da möchte ich mich sehr bedanken, auch für all jene, die das dann posten. Und auch den anderen zeigen, hey, es funktioniert wirklich und das bin ja nicht nur ich, sondern das können viele. Das meinem Empfinden nach kann das eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein multidimensionales Wesen und es muss eigentlich nur oder sollte eigentlich nur trainiert werden. Auch wenn man sehr, sehr hellsichtig bereits seit der Kindheit ist, aus bestimmten Gründen heraus, ist es dennoch so, wenn man dann mit Klienten arbeitet, dass durchaus auch gewisse Dinge erlernt werden müssen oder sollten. Gut, und da sage ich ein großes Dankeschön an jene, die da wirklich tatkräftig mitarbeiten, denn es ist auch dieses Arbeiten miteinander oder dieses Zeigen, dass es funktioniert, bringt auch einen Wandel und das vehement sogar. Also, es geht auch um zwei bestimmte Farben. Es war sehr, sehr prägnant. Normalerweise im Trance-Speaking ist es so, dass ich weniger sehe. Also, ich bin ja komplett weg und die Energie spricht oder einer meiner Guides spricht. Doch die Farben Rot und Pink waren sehr prägnant und das ist das Zeichen, dass es wirklich um Leidenschaft geht. Es geht um Liebe, es geht um Glücklichsein und es geht um das Mütterliche und das Miteinander und auch das Frausein. Aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ja, so hat dieser Monat einen starken, sehr starken Liebesaspekt, der sich durchaus von einer anderen Perspektive uns präsentieren könnte. Die Seelengefährten und die neuen Partnerschaften werden sich forcieren, also sie werden sehr, sehr viele Gespräche führen und weitere intensive und intime Gespräche führen. Also es geht quasi auf die nächste Stufe. Aber auch die Neuformatierung in Freundschaften zeigt sich. Diese könnten sich ungewöhnlich anfühlen, beispielsweise wenn man merkt, man fühlt sich zu jemandem wirklich hingezogen, also jetzt nicht partnerschaftlich, sondern freundschaftlich. Und dieses intensive Gefühl könnte tatsächlich einen dazu führen, sich wieder zurückzuziehen, weil man das nicht gewohnt ist, diese intensiven Gefühle. Es geht nun im Mai aber nicht darum, nur darüber zu sinnieren, wie wir uns im Inneren gewandelt haben, was sich in unserer Haltung gewandelt hat. Nein, es geht auch nicht darum, dass wir von der Ferne kommunizieren. Die rebellisch gefühlte Energie bringt uns dazu, dass wir wieder Freunde und Geliebte, ja Geliebte, sehen und berühren möchten. Vor Ort, tatkräftig und am besten gleich und sofort. Das heißt, ein bisschen Ungeduld kommt dazu, weil gewartet haben wir alle genug und das schon sehr, sehr lange. Auge in Auge, sich ansehen, sich berühren und kommunizieren. Aber auch in der Politik wird sich das zeigen. So mancher Politiker kann sich womöglich sich selbst nicht mehr in die Augen sehen. Und wir werden auch erkennen, der eine mehr, der andere weniger, dass so mancher Politiker sich von der Bildfläche verabschiedet, der eine eher ruhiger, der andere vehement, dass wirklich jemand abdankt. Und dann meinten sie noch, das Fähnchen ist derzeit aber
sehr angsterfüllend. Also man sieht, wenn man in die Augen sieht, da ist Angst vorhanden, beziehungsweise bleibt sie derzeit stehen auf ihrer Position, stur nach vorgerichtet. Und das zeigt uns auch, dass die Sturheit ein bisschen im Mai sich ebenso zeigt. Es kann ja auch eine gewisse Art von Leidenschaft sein. Die Leidenschaft zeigt sich aber insbesondere bei sehr, sehr vielen für die Leidenschaft in das eigene Leben. Das tritt hervor. Wir wollen erleben und dies miteinander, und deshalb tritt auch die Kommunikation ins Zentrum. Ja? Und wir werden nicht mehr diese, ja, ich kann es mal so vergleichen, WhatsApp-Nachrichten geschrieben wird es eher weniger geben. Es geht eher darum zu telefonieren oder Sprachnachrichten oder gleich Videotelefonie. Das wird mehr und mehr ins Verlangen kommen. Aber das Verlangen steigt so enorm an bis Monatsende, dass man sich treffen will, egal ob was man darf oder nicht darf. Also dürfen tun wir alles. Ja? Wir wollen zumindest die Stimmen hören. Zumindest, ja, also es kommt auch hier extreme Aktivität hinein, und das könnten wir sehr, sehr stark beobachten in den Social Media Aktivitäten. Also welche Aktivitäten oder was auch immer ihr da bevorzugt, da wird sich einiges auch wandeln. Da kommt ein Trend in den Social Media Kanälen, und zwar ein großer Trend, ein neuer oder intensiverer Trend. Auch unser Auftritt im Speziellen, im Beruflichen, wird eher in diese Richtung gehen. Das Schriftliche verliert ein bisschen derzeit seine Energie. Das geht durchaus noch an einige Monate. Und der Wunsch zu leben, und zwar wirklich leidenschaftlich zu leben, das steigt jetzt, und zwar sehr, sehr stark und enorm. Und viele treffen sich nun, und mancherorts werden die Türen und Tore geöffnet. Das ist natürlich das Corinna-Thema. Und im deutschsprachigen Raum, fast überall, meine Guides sprachen davon, dass sie die Plätze bleiben friedlich besiedelt und werden nicht besudelt. Spannendes Wortspiel. Friedlich miteinander, Hand in Hand für die Wahrheit einstehen, wird ein großes Thema sein. Das wird beobachtet werden. Und was ich dann gehört habe, hat mich auch sehr berührt. Also im Nachhören waren Menschenchöre, die gemeinsam gesungen haben. Und das finde ich wunderschön. Das hat sich sehr, sehr friedlich angehört. Und das selbst, wenn es jemand nicht so getan hat, macht solche Dinge und forciert solche Dinge miteinander singen, vollbringt eine Vibration, die andere berühren kann, die Stimme berührt. Was nun Mitte des Monats, so ab den 11. und da geht es schon um die Neumondenergie auch, das ist eine sehr eruptive Energie, als würde. Ich habe fast schon das Gefühl, das würde tatsächlich ein Vulkan ausbrechen oder auch Erdbeben wieder vermehrt wahrnehmbar sein. Und das weist auch auf ein weiteres politisches Erdbeben hin, gleichermaßen wie auch auf eine steigende rebellische Grundeinstellung der Menschen. Wir werden rund um den Neumond sehr intuitiv sein. Also die Hellsinne werden enorm ansteigen. Es wird wieder zu spektakulären Erlebnissen und magischen Erlebnissen kommen. Es wird zu vielen spirituellen Visionen kommen, die man auch für sich selbst in Zukunft sieht. Also wo es für einen auch in spiritueller Hinsicht oder für die Weiterentwicklung auch in die Zukunft hingeht. Ja? Das zeigt eben auch eine enorme hohe Frequenz. Und hellsichtig gesehen sind zu diesem Zeitpunkt mehreres da, sieht Energien am Werk. Also da geht es um Liebe, Telepathie, Hellsinne, also Earth Seed, Air Seed, venusianische Energie, arcturianische Energie, Sun Seed. Also falls euch das nicht so sagt, also ich bin da sehr, sehr stark am Forschen und weiterentwickeln. Das sei nur jetzt mal am Rande erwähnt. Es wird sich auch zeigen, dass der Tastsinn sehr im Vordergrund stehen wird. Wir werden erleben, dass sich Berührungen sehr, sehr intensiv anfühlen. Und wenn man
alleine lebt, sollte man dies wirklich auch ausprobieren. Denn was kann man tatsächlich berühren? Die Natur, einen Baum zu berühren und zu ertasten und dann im gleichen Atemzug wirklich zu fühlen. Und ich meine nicht spüren. Spüren tut man wirklich mit dem physischen Körper, sondern fühlen. Das Gefühl soll wiederkommen und es wird intensiv gefühlt. Und da gehe ich noch später drauf ein. Ja, und dieses Berühren wird halt sehr, sehr stark im Zentrum stehen. Circa ab der zweiten Woche also sollte man beobachten, auch in welchem Thema auch etwas erblühen soll. Ich sehe so Knospen wie bei Bäumen und genau dieses Thema, was da beginnt, die Knospen zu zeigen, aber noch nicht ganz blüht. Dieses Thema, das jetzt wird sich dann ab, ich habe fast, es weist mich gerade auch so ab Februar 2022, weist schon ins nächste Jahr. Also das würde ich mir auch notieren. Ja, der Wunsch des Friedens in uns und auch um uns herum wird ins Unermessliche ansteigen. Dass ein großes Verzeihen auch somit auch in Streitigkeiten wieder einkehrt. Man will es nicht mehr, weil man auch bemerkt, dass einem das so, so viel Energie entzieht. Und die, was ich sehr, sehr stark auch gesehen habe im Nachgang, dass die Hände sich berühren. Und dies ab der zweiten Maiwoche, also Gespräche, Umarmungen, die Geliebten werden zusammengeführt, die Partnerschaften werden zusammengeführt, aber auch, das ist diese Leidenschaft zeigt sich auch in einer sehr aktiven und lebendigen Ernährung. Also alles, was wir werden fühlen und spüren, was uns wirklich in unserer Ernährung gut tut. Also da zieht auch Leidenschaft ein, sich wieder mit sich, mit dem Körper zu beschäftigen, mit dem Raum um sich, womöglich auch mit seinem Lebensraum und auch mit der Ernährung zu beschäftigen. Das bringt auch ein Glücklichsein mit sich. Ja, weil man beschäftigt sich mit sich, man kümmert sich um sich, man gibt sich selbst dafür auch Raum. Und alles, was den Körper und die Psyche schädigt, und das werden wir stark auch spüren, wird erkannt und aufgedeckt und wir werden tatkräftig darüber sprechen, über alle Kanäle hinweg und uns austauschen mit jenen, die wir fühlen. Auch Familienmitglieder werden wieder sich anziehen. Also dort, wo es tatsächlich Familienstreits gab oder Streitigkeiten gab, insbesondere auch bei Impfthemen, viele werden dann bemerken, dass selbst in Familienangelegenheiten, dass man sich gegenseitig wieder Heilung geben möchte, dass man das Thema heilen möchte, dass man nicht diese Streitigkeiten ausleben möchte. Und das erfordert schon, dass man tief in sich auch blickt und vorangeht mit seiner Entwicklung. Auch ein bisschen reinbohrt, warum reagiere ich so, ja? Und dabei geht es um dieses gegenseitige Unterstützen. Ja, sich gegenseitig unterstützen, weil man selbst sich unterstützt hat. Sich gegenseitig unterm Arm greifen. Und das ist wunderschön. In der dritten Woche des Monats zeigt sich eine Energie, die durchaus in Richtung Schicksal deutet. Und manchmal nicht nur deutet, sondern regelrecht drückt. Und das eher im privaten Umfeld und was die Liebe und den Beruf anbelangt. Aber natürlich auch Freundschaften, denn es wird schicksalhaft zusammengeführt, was zusammengehört. Oder zumindest die Knospen werden wieder zum Erblühen gebracht und dann deutet das auch in das Jahr 2022 hin. Da tut sich wirklich auch sehr, sehr viel. Also die großen Sympathien unseres Lebens zu Menschen zeigen sich und so werden sich auch die weiblichen Vordenker miteinander verbinden und neue Ideen schmieden. Denn es soll das neue Miteinander erblühen und so auch bei Seelenpartnerschaften. Aber da mache ich extra noch ein Video dazu, denn es zeigt jetzt wirklich, dass der Mai ein sehr prägnanter Seelenpartner, Seelengefährtenmonat ist. Es könnte zu dieser Zeit aber ebenso zu Diskussionen kommen bezüglich, ja, der Thema Mann, Frau.
Geltung, wie gelte ich? Und das kann schon sehr stark auch in die Tiefe führen, aber auch zu sehr lautstarken Diskussionen führen. Natürlich, wenn man da ein bisschen die Schattenseite ansieht, zeigt sich dann auch, dass manches wird sich bereinigen in Partnerschaften und Partnerschaften, die ja ihr Karma nun abgelegt haben, sollen sich entreinigen und ausreinigen. Wir wurden getrennt und dies erreicht nun einen Zenit. Doch bis zum Ende des Monats wird umarmt. Wenn wir neuerlich oder wenn neuerlich versucht wird, uns unter Druck zu setzen, ja, da spricht eher das politische große Thema draus, dann werden wir gemeinsam auf Plätzen singen und friedlich demonstrieren. Ja, und das wird stark spürbar sein, eher Woche 3. Friedlich erkennen, dass unser Wort etwas zählt. Sie sprachen davon, dass auch Unterschriften für oder gegen neuerliche Gesetzesentwürfe sehr wohl fruchten können. Wir sollen da sehen, dass wenn wir unser Stimmrecht benutzen, dass das Stimmrecht durchaus auch Wirkung zeigt. Es ist immer wieder verblüffend, was da bei mir durchkommt. Es ist sehr, sehr gut sichtbar, auch für Menschen, die noch nicht ganz wahrhaben können, wer sie sind. Und deshalb gebe ich das so weiter. Und das ist wunderschön, wenn ihr mir das auch bestätigt, dass ihr das ebenso mitbekommen habt. Wir werden aber auch Ungerechtigkeit erkennen, und zwar sehr stark. Wenn Menschen, die viel zu sagen haben, sich gegen Obrigkeiten stellen. Ja, es gibt Menschen, die viel Stimmrecht haben, eine große Reichweite haben aus allen Bereichen. Ja? Und wenn sich diese zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, wobei das kam, glaube ich, Wort für Wort durch, sich gegen das Impfthema stellen, kann es sein, dass diese aber starken Gegenwind bekommen von Obrigkeiten und maßgeregelt werden. Ich soll in Erinnerung bringen, dass jene auch eine Pionierarbeit leisten, dass sie zeigen, was wirklich durchgeführt wird. Und diese Leitfiguren und der gezeigte Gegenwind wird gezeigt werden. Es sind also auch die Pioniere, die nun erwachen, und zwar in jeglicher Hinsicht. Auch dein Pioniergeist in dir. Und diese Leidenschaft wird ebenso erweckt werden. Andere werden bemerken, dass ihre Sturheit kaum noch so gut ankommt. Also Sturheit ist dieses Recht haben wollen und es wird mit diesem Recht haben gleichgesetzt, um sich geltend zu machen. Und wir werden dies sehr, sehr stark erkennen, wo wir einfach nur Recht haben wollen, ohne zu wissen, ob wir überhaupt Recht haben. Und wir sollen genau jene umarmen, wo wir erkennen, die möchten Recht haben, damit sie sich endlich gesehen fühlen. Und womöglich ihnen genau in jenem Moment sagen, du musst nicht recht haben wollen. Ich höre dich, ich sehe dich, ich fühle dich. Und mal sehen, was das wirklich für einen Effekt hat. Paare, die getrennt waren, auch etwas Schönes, finden wieder zusammen. Freunde kehren wieder und dies nach 10 bis 20-jähriger Pause. Und dennoch gehen manche Paare jetzt auseinander. Es ist für manche wirklich Zeit zu gehen. Und das zeigt sich ebenso sehr zu jenem Zeitpunkt, wo sich bei dir in deiner Umgebung die Tore öffnen, wird sich auch in uns sehr, sehr viel öffnen in der Kommunikation. Und wir werden uns jenen öffnen, die wir intensiv fühlen. Viele bemerkten, dass ihre Mutter- und Vaterthemen sich jetzt sehr, sehr stark gelöst haben und auch integriert haben. Es ist das eine, ob man reflektiert und diese Themen weiß, also darum weiß, und das andere ist das energetische Integrieren. Das ist das nächste Level. Und somit auch ihre Haltung zu sich selbst sehr intensiv gewandelt hat und ihre Partnerin deshalb, Partner oder Partnerinnen deshalb nicht mehr fühlbar oder stimmig sind für sie.
das wird sich stark auch wandeln. Als hätten sie in einem ständigen Kampf gelebt. So fühlt sich für sie die Vergangenheit an. Also in einem ständigen Kampf, um gesehen zu werden und auch ein ständiger Kampf, um nicht alleine zu sein. In vielerlei Hinsicht werden wir uns also fragen, was macht mich glücklich? Was ist mein glückliches Leben? Was will ich überhaupt von meinem Leben? Und das ist gar nicht so einfach beantwortbar, wenn man sehr lange Zeit neben der Spur war oder nicht bei sich oder seinen eigenen Raum nicht eingenommen hat, ja? Und der Blick folgt dann sehr, sehr oft in Richtung Partnerschaft oder bisherige Partnerschaften und Beziehungen und Freundschaften. Und nun wird missmutig Anfang dieses Monats begonnen, was dieses Thema, bin ich glücklich, was macht mich glücklich? Und dann kommt ein bisschen ein Missmut auf. Und bis zum Ende des Monats werden sich da viele Themen aber sehr rund schließen. Und da ist ganz und gar kein Missmut mehr, sondern Leidenschaft, Passion. Und dieses Glück wird schon erlebt. Die Befreiung folgt, so hat es geheißen. Mitte des Monats werden Seelenpartner nicht nur aufeinandertreffen, sondern da kommt sehr viel in Schwung. Und da kommen wir alle wieder in Schwung, ja? Wir erblühen. Es ist ein Monat der intensiven Leidenschaft, der physischen Berührung. Das bedeutet, der Wunsch wird ganz groß werden und wir werden in die Tatkraft kommen. Und der natürliche Instinkt tritt mehr und mehr zutage, als würde das Gehirn ein bisschen zurücktreten. Also falls jemand wirklich so ganz mit der rosaroten Brille unterwegs ist, immer wieder auch das Gehirn einschalten. Deshalb fügt sich nun auch das Schicksal in der Tatkraft. Also wer noch immer in dieser Komfortzone sich eingeschlossen hat, da funktioniert das mit der Tatkraft noch nicht so stark. Ja? Und sie sprachen auch von etwas Wunderschönem, was jetzt kommen soll für sehr viele. Die veredelte Vereinigung wird eintreten. Fast schon vergoldet. Wir werden, oh, da hat es mich, bei mir, wenn es sehr, sehr wahrhaftig ist, ist das rechte Nasenloch am Zucken oder Kitzeln. Viele werden von den nächsten Schritten oder vor den nächsten oder vor den eigenen nächsten Schritten sehr, sehr nervös sein. Also es ist wie so aufgeregt sein. Sie gaben mir da ein sehr, sehr gutes Bild, wie ein Kind, das erste Mal auf dem 3-Meter-Turm steht. Und diese Nervosität, also der Adrenalinspiegel steht an. Und dann springt man in dieses kalte Wasser. Der Adrenalinspiegel zeigt, man kommt im kalten Wasser an, fühlt sich erfrischt, taucht auf, atmet wieder, sieht die Sonne. Und fühlt sich wie neu geboren, geschafft. So ist der Mai. Und frisch erholt, aufgetaucht. Ein weiterer Startschuss, ein Drehmoment nach dem anderen folgen. Und das kommt zu einem Zenit, zum nächsten Vollmond. Das wird ja wieder eine sehr geballte Vollmondenergie sein. Und dieser Mond wird immense Überraschungen der Gefühlswelt mit sich bringen. Auch auf der Weltenbühne werden sich Überraschungen zeigen. Dazu aber mehr zum Channeling zu den Monden. Und im Mai möchten also die Gefühle sprießen. Also wir lernen auch wieder zu fühlen. Das könnte für den einen oder anderen durchaus aber auch anstrengend sein, wenn man nicht mehr weiß, was Gefühle sind. Und viele erwachen jetzt, weil ja diese Herzöffnung, die zu der letzten Vollmondenergie, und die wirkt jetzt noch ein bisschen nach, bewirkte ja eine kollektive, eine große Herzöffnung und viele können ja dann eben mit den Gefühlen gar nicht umgehen. Dazu aber mehr auch zu den Partnerschaften im nächsten Video. Und die Intuition als Stimme der Seele wird lauter denn je fühlbar. Deshalb kommt es zu diesen enormen Gefühlen. Und nicht Emotionen, sondern zu den Gefühlen. Und jenen, die mit den Gefühlen nicht umgehen können, werden sich sehr, sehr stark Hilfe holen. Was fühle ich wirklich? Was will ich wirklich? Was macht mich glücklich?
Da kann ich sehr empfehlen, dass man energetisch arbeitet oder sich jemand holt, der einen energetisch unterstützt. Und da müsste man aber mehrere Termine hintereinander machen. Zu Vollmondenergie Ende des Monats kommt aber auch eine gewisse Druckwelle. Also da kommt schon Schicksalhaftes zu uns, Fügungen zu uns, als würden wir schicksalhaft von galaktischen Energien begleitet werden, damit alles, was der Menschheit dienlich ist, nun zusammenfindet, ob in Sachen Berufung oder Liebe. Die Hilfe, die wir erhalten im Monat Mai, wird Knospen bringen und geerntet wird im Sommer oder eben im Jahr oder zu Beginn des Jahres 2022. Aber Geduld, denn es beginnt zu blühen im Gespräch und in den tatsächlich getätigten Taten. So sollte man ebenso darauf achten, wie man Gespräche führt. Geduldig und dass man gut bei sich ist. Denn wenn der Zeigefinger des Dus ausgefahren wird, ist man nicht geduldig und nicht bei sich. Also immer, wie man in den Wald hineinschreit, tönt es auch heraus. Ganz einfach ausgedrückt, weil alles, was man aussendet, kommt zurück und ihr kennt das und derzeit sehr, sehr schnell. Und da kann man sehr gut beobachten, auch wie gut man schon bei sich ist. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch alles, alles Liebe. Erblüht in diesem Mai. Taucht ein in dieses Glücklichsein. Was ist Glück für euch? Was bedeutet es? Und mit diesem Gedankengang wird vieles sich verändern und vertraut darauf, dass diese Veränderung nichts Negatives sein muss. Ja? Alles, alles Liebe.